Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge LS19. Wir sind auf der Hof Bergmann unterwegs und ja, es steht Dreschen an. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Weil Dreschen immer noch besser, glaube ich, ist als Pflügen. Aber es gehört halt alles dazu, ne? Und wie viel haben wir denn schon drin? 45%. Können wir, glaube ich, noch mal zurück. Dann schon ganz oben, ich glaube noch nicht. Ja, doch, könnte. Ja, drüben haben wir Gras, da müssen wir mal Gras mähen, aber ich glaube, wir haben gar kein Geld für Räte. Eine Insel haben wir da vergessen. Früh eingeschert, ne? Da ganz hinten war es da hinten, ja. Aber wir haben die Kurve schon mal mit, also. Wir werden auch nicht ganz zurückkommen, von daher werde ich einmal in die Maschine springen. Wo ist so extrem lang hier, ne? Das geht. Danach ist der voll hier. Nehmen wir erstmal weg. Passt ja eh keine ganze Ladung rein.
die Milchbehälter aufpassen hier. Millionen. Wir nehmen die erstmal runter. Oder He-Man hier. So. Uns unbedingt mal drum kümmern. So, das Milch, das Milch, ja, die Milch kann wieder reinbekommen. Vielleicht sogar mal komplett Butter produzieren. Brauchen wir aber so viele Fässer. Ein paar kommen ja wieder. Was ist da was mit? Nur mal schauen, ob wir da noch irgendwas einstellen müssen oder können. Beim Silo ist es ja abdecken, aber es wird ja nicht hier abgedeckt. Kann ich mir nicht vorstellen. So. Doch, da. Wo man das dann kriegt. Haben wir noch eins, wo wir den Rest reinschmeißen können. Mal gespannt, was es wird. Vorne stehen, würde ich sagen. Okay. Oh. Läuft. Und runter. Ja, das Abernten ist auch schon wichtig, dass wir Stroh bekommen, damit wir nicht ganz so tief ins das Lager leer machen, also nicht ganz so rasant die Lagerbestände runtergehen.
Ach ja. Ich habe heute schon viel, so viel geredet, falls ich so still bin, mich wundern. Ich habe heute schon für. Ich hoffe, dass ich es am Mittwoch als Premiere zeigen kann. Folgen von Transport Fever 2 aufgenommen. Habe. Was soll ich noch sagen? Ja, Dings aufgenommen, 3 Folgen von Cattle and Crops. Dann den Livestream gehabt. Der Sonntag ist halt immer, ja, so mit die einzige Möglichkeit, wo man wirklich das durchweg machen kann. Also aufnehmen. Wenn man nicht vor, nichts vorhat, dann geht das. Oh, 10 km/h fahren wir nur. Bin ich schon mal 12 gefahren? Ich weiß es nicht. Aber bestimmt mit einem Mod. Und sonst ist, glaube ich, meist so 9. Also ist 10 ganz okay. Der Rost. War beim Häcksler oder wo war der Rost? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder war das bei Cattle and Crops? Ich komme schon wieder durcheinander. Jetzt haben wir ja auch Glas hier. Ah. Schwierig, schwierig. Ein paar Bahnen haben wir jetzt schon, ne? Und wir gleich schon mal abtanken hier. Den 80% hinten müssen wir eh abtanken. So, auf zum Abtanken.
chronisches Neidwerk laufen. Kann wehtun. So, zusammen. Hoch. Doch fahren irgendwie. Guck mal, hier können wir auch runterfahren. Alle. Aber wesentlich kürzer zum Weizen wegbringen. Wenn man alle so findet hier. Ich bin noch da, ne? Also halt auch noch nicht so müde. Schlaf hat was gebracht. Weil wir hatten gestern ein Spieleabend bis, ich glaube, halb zwei oder so. Zwei Spiele gespielt, also Brettspiele. Einmal City Skyline als Brettspiel, richtig cool. Und dann Kommandanten muss man sich noch reinfinden. Das ist halt blöd, wenn halt so aus dem Englischen übersetzt wird. Und ja, versucht wird, die Bedienungsanleitung zu halten. Also die Regel, das Regelwerk, und irgendwie ist es halt sehr unsicher alles. Jetzt 25% für eine Bahn. Back. Rück. Ja, jetzt habe ich auf jeden Fall einen großen Tisch. Habe gerade schon heute auch Pläne gemacht, so auf dem DIN A4 Blatt, wie der umgebaut wird zu einem Brettspieltisch. Und dann kann es, sobald ich dann unten wohne, richtig losgehen mit dem Kanal Herr der Würfel. Freue ich mich auch drauf. Vielleicht wird es auch das ein oder andere Video vorher schon geben. Aber bis dahin liegt es halt leider noch brach. Nochmal schauen, dass wir da. Ja, mir gefällt halt die Qualität nicht. Ich muss mal gucken, dass ich mit meiner, das ist glaube ich gar kein Spielreflex, aber mit meiner Kamera da Videos aufnehmen, aber Livestream oder so ist halt gar nichts. Das heißt, da werde ich ums Rennen dann wahrscheinlich nicht drum herum kommen. Halt einer, der gerne am liebsten auffilmt, und dann passt das alles. Ach ja, so, jetzt sind wir ganz hinten. Nicht nur hier bei der Bahn, sondern auch bei dem Video. Von daher, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, und wir sehen uns wieder, wenn ihr mögt, schon morgen.
Ja, ich höre es richtig. Morgen gibt es wieder eine Folge. Ich werde mich noch hinsetzen, zwei, drei Folgen aufnehmen für die Woche. Und dann sind wir mal wieder eine ganze Woche in Folgenwahn. Bis dahin, euer Steffen. Ciao.